Herzlich willkommen zur Weltgebetstagsandacht 2021 mit der ökumenischen Weltgebetstagsgruppe Kriens. In diesem Jahr machen uns Christinnen aus der Republik Vanuatu mit dem Motto „Worauf bauen wir?“ auf ihr schönes Land im Südpazifik und ihr Leben dort mit ihren Sorgen und Nöten aufmerksam. So heißen wir euch in Kriens verbunden mit unseren Schwestern und Brüdern auf der ganzen Welt willkommen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. Zu Beginn stellen wir euch Vanuatu mit einer kurzen, interessanten Infos zum Land vor. Zeiten, neue Wege, unterwegs mit unserem Gott. Wir vergessen alte Kämpfe, alten Streit und alten Trott. Wir sind Gottes
Heute schwenkt Vanuatu stolz seine Flagge und zeigt das Wappen, auf dem jeder und jede lesen kann: In God we stand, das heißt in etwa mit Gott bestehen wir. Stimmen wir mit den Frauen aus Vanuatu ein in ein Dankgebet. Danke für unsere Gemeinschaft untereinander und mit den Schwestern und Brüdern, die rund um die Erde zum Weltgebetstag versammelt sind. Danke für die fruchtbaren Böden, die frische Luft, die saubere Umwelt, für den strahlenden Sonnenschein, das blaue Meer und für das stille, ruhige Wasser in der Vanuatu-Inseln. Danke für den Klang der Kinderstimmen, die singen, lachen und rufen. Danke für die Gebete und Lieder der Alten und der Jungen. Sie alle bezeugen die Freude über deine Liebe. Hören wir nun von den verschiedenen Lebenssituationen der Frauen dort. Ich spreche für Reto. Sie erzählt uns: Ich musste die Schule in der 6. Klasse verlassen. Meine Familie hatte kein Geld für die Schule und auch kein Geld für einen Nähkurs. Ich danke Gott. Er hat mich hartnäckig gemacht. Sie hilft mir, dass ich nicht aufgebe und ist die Quelle meiner Kraft. Auf dem Land haben viele Kinder weite Schulwege. Darum müssen viele ihre Familien verlassen und im Internat leben. Eine allgemeine Schulpflicht gibt es nicht. Der gleichberechtigte Zugang zur Schule für Jungen und Mädchen ist leider noch nicht erreicht. Ich spreche für Mutti. Zuerst lebten mein kleiner Bruder und ich bei unseren Großeltern. Als unser Vater wieder heiratete, holte er uns zu sich. Aber als unsere Stiefmutter eigene Kinder bekam, reichte der Platz und das Geld nicht mehr für uns. Wir mussten auf der Straße leben und betteln. Aber ich vertraue auf Gott. Mein Glaube hat mich stark gemacht. Ich bete zu Gott für die Kinder, die niemanden haben. Mangelernährung ist ein Problem auf dem Land und in der Stadt. Die Familien bauen in ihren Gärten traditionell Obst und Gemüse an. Die Lebensmittelindustrie bedient mit Milchpulver und Fertiggerichten immer mehr Menschen, auch Säuglinge und Kinder. Ich spreche für Jacklinda. Sie erzählt uns: Ich komme aus dem Dorf und ich bin in die Stadt gegangen. Ich wollte dort in einem Hotel arbeiten, aber ich habe keine Ausbildung dafür. Jetzt lebe ich am Rande der Stadt. Ich habe zu wenig Geld für eine Unterkunft und für richtiges Essen. Aber ich kann auch nicht in mein Dorf zurück. Ich hoffe und bete, dass Schulen auch in den Dörfern gebaut werden, damit die Kinder später alle eine Arbeit finden. 3/4 der Bevölkerung lebt auf dem Land mit wenigen Beschäftigungsmöglichkeiten. Viele junge Menschen wandern ins Gebiet mit besseren wirtschaftlichen Bedingungen ab. Die hohe Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen schafft eine Generation, die für sich keine Zukunft mehr sieht.
Politische Maßnahmen und Entwicklungsprogramme für die ländlichen Gebiete sind notwendig für die jungen Menschen, damit sie in ihrer Dorfgemeinschaft bleiben und Arbeit finden können. Das Titelbild der diesjährigen Weltgebetstagsaktion zeigt eine Mutter mit Kind im Sturm von der Künstlerin Juliette Pita und trägt den Titel PEN 2. Nehmen wir uns nun etwas Zeit und lassen dieses ausdrucksvolle Video in uns wirken und erspüren. Wir hören das Wort Gottes aus dem Matthäusevangelium. Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Felsen bauten. Und Regen fällt herab. Es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und überfallen dieses Haus, und es stürzt nicht ein. Denn es ist auf Felsen gegründet. Alle, die nun meine Worte hören und sie nicht befolgen, werden so unvernünftig sein wie eine Frau oder ein Mann, die ihr Haus auf Sand bauten. Und Regen fällt herab. Es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus. Da stürzt es in einem gewaltigen Zusammenbruch ein. So heißt es in Psalm 127: Wenn Gott das Haus nicht baut, mühen sich vergeblich die darin bauen. Wenn Gott die Stadt nicht behütet, wachen vergeblich die sie behüten. Glücklich sind alle, die auf Gott als Baumeister vertrauen. Lasst uns zu ihnen gehören. Amen. Im folgenden Videoclip berichten junge Leute aus Vanuatu von ihren Erfahrungen mit den negativen Auswirkungen des Klimawandels auf ihr Land, ihrer Kultur und ihrem täglichen Leben. Thank you.
time is the school of primary school. We got one place, the lagoon, where the boys only start play football. And the time now, yeah, only no more play football, so what time we come and up? We got some black place too, on other side lagoon, where we start building house lamp, so what time we come and up? We making people only no more build lamp. So I'm gonna change to anything. The village for me, then we start with primary. All trees will live in crop, plus all so the problem is life in out. And more village for me, less like I'm small. The last 15 years, more time we start the primary. We've been looking for people for three, all start. Good houses, all houses we start close up, so what all is start we save. More all mangrove, all sand beaches, all start. Within Naya, Milusi, every Sunday, he was out by sea level rise, more rain to some talk about one run over every rainy fall down after maybe see some of the sand beach, and because by sea level rise, more sometime, and we cost to by time rain too much, and we take him to Cotton more. Time we mirror name a climate change, first for something we gamble mind bloomy. Surode gamand up, or coral, stop dead, or fish, or stop loose, you know, got too much rain. Mo sun is up strong, too much. The forest, all tree, all in a take them good fruits, all some nangai, pamplemus, all narvla fruit, mo all tree too, all try. Emi effect no cyclone palm. Blow me, we move out, we call another place, me really, me feel him sad from, me spend them full year, blow me, 25 years, lo, filicha, all good time memories, tell me, sir, by inumokat now, by all. Kini di belum ini balikan, balik saya kontrol lo, saya balas situasian, memi memi kontrol lem. From place memi lah bins problem, para tali problem di belah place now. Mau tu mina saya sebab memi fly kowe, we all fly belum ini, ting crown ini mau cut, space ini enough, lo free family belum fly kowe. So me really me feel sad lo, belum fly move out. Climate change si tekem i want to fly to kowe, kam belum ini, tekem ini kalau an a safe place, lo vai mina sa pensa place, lo sa save kot life lo mita from mi kat long place ni stay. Yes, lo lo ko bak lo nara place sampai lo rebuild pai ken mo pamla pesen pula mo challenge mo hard to kira bak mi pula. Time cyclone pam i affect em ye kasem yumi lo afano tu mi vela lo small village mi vela look i affect mi vela plante lo side lo soluta i kamanta tu mas i ta metem samlo laus lo mi vela mo kilim te trif mo i tsenzem face lo village mo side lo kakai lo mi vela lo karen mi vela i sort lo kakai lo within 1 year time after kakai sta kampak lo. Please, you will have lita, you will have tremble. Make sure say, talem lo nara country where only got all people factories, that only tremble producing all technology rather than using all fossil fuel, only tremble switch to renewable source of energy. Climate change say, Mr. Kam, from my immune side, stop him. Verbinden wir uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt. Gott, du bist Anfang und Ende und auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns für den Frieden auf der Welt und in unseren Familien einsetzen. Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden leben können. Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. Wir denken an die Menschen, die von Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen bedroht sind. Wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden. Heile die Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren. Wir denken an uns, die wir die Umweltzerstörung mitverantworten, denen wir unsere Freiheit nicht einschränken wollen und weiterhin Flugzeug und Auto nutzen. Wir beten gemeinsam das Vater und Mutter unser.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt kommen wir zur Kollekte. Der Weltgebetstag ist ja eine ökumenische Frauenbewegung weltweit. Jedes Jahr nehmen wir Anteil an den Sorgen der beteiligten Frauen und staunen über ihre Ermutigung im Glauben. Unsere Vision ist eine Welt, in der Frauen selbstbestimmt leben können. Eines dieser Zeichen ist die Kollekte, mit der wir über 100 Projekte unterstützen, die Frauen und Kinder stärken. In diesem Sinne bitten wir um eine Spende. Spenden können Sie auf der Homepage weltgebetstag.wgt.ch und dann /raise now spenden. Diesen Link finden Sie aber auch auf der Homepage, dort, wo Sie den Link zu diesem Film gefunden haben. Wir freuen uns über Ihre großzügige Spende. Nun sind wir am Ende unserer gemeinsamen Andacht angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren und reingeschaut haben. Wir, das ganze Vorbereitungsteam des Weltgebetstages Greens, wünscht Ihnen nun eine gute Zeit. Und wir wollen uns am Ende verbinden im Segen mit allen Frauen rund um den Erdball. Gott führe und leite dich. Gott erneuere dich und heile die Nationen. Gottes Wille geschehe in deinem Haus und in jedem Haus der Welt. So segne uns der gütige und ewig treue Gott, der uns Vater und Mutter ist, der Sohn und die Heilige Geistkraft. Amen. Und am Ende schauen wir noch zu ein ermutigendes Video tanzender Frauen. Und damit verabschieden wir uns und wünschen Ihnen alles Gute. Enough for a lifetime.
up and sweep the car. You me stand up strong. Yes, you me stand up and sweep the car. You me stand up strong.